Hallo und herzlich willkommen hier zurück beim Talos-Prinzip. Da sind wir wieder in der fünften Welt der zweiten Ebene quasi. Und haben hier wieder einige Teile zu holen und auch einen Stern. Und wenn ich nicht ganz falsch liege, sehe ich da oben den Stern. Seht ihr ihn? Der ist da oben auf dem Obelisk. Eieiei, wie kommen wir denn da hin? Nicht sicher. Hatten wir hier gelesen? Nee, ne? Ich glaube nicht. Schauen wir mal, was es hier gibt. Aha, Osiris 7, bald erhältlich. Block 24 am Leben. Schauen wir mal. Osiris 7. Erzähle mir von den angsteinflößenden Dämonen des Duat, sagte der Sterbende zu dem weisen Schriftgelehrten. Obwohl ihre abscheulichen Gestalten furchterregend anzusehen sind, sind sie nicht böse, denn sie sind die Diener der Götter. Wahrhaftig, sie sind die gesegneten Torhüter und Wächter der heiligen Pfade. Ihre Aufgabe ist es zu richten, ob wir würdig sind, die Tore, die nach Aru führen, zu durchschreiten. Und deshalb fordern sie uns mit Rätseln oder im Kampf heraus. Trifft dies auf alle Wesen, die im Duat leben, zu? Manche sagen, dass dies nicht stimmt. Dass es alte Götter gibt, deren Namen verloren gegangen sind. Und Geister der Dunkelheit, deren Namen nie jemand kannte. Und dass wir diese um jeden Preis vermeiden müssen. Aber andere behaupten, dass auch diese Wesen einem größeren Zweck dienen. Auf Arten und Weisen, die Osiris uns noch nicht enthüllt hat. Und was sind die verborgenen Pfade, die von... Das war das. Und bald erhältlich ist was? Absender Rob McLean oder McLean, Institut für angewandte Pneumatik an Mama. Betreff bald erhältlich, dein Sohn in 3D. Hallo Mama! Ich verspreche, ich werde bald zu Hause sein. Das hatten wir doch schon mal gelesen, oder? Achso, wollte ich schon immer mal auf den Computer arbeiten. Das hatten wir schon mal. Und das? Wo ist der Sinn, da daneben zu sein? Ich weiß, eine alte Frage. Das hatten wir auch. Habe ich das hier alles schon gelesen? Habe ich das nochmal umsonst gelesen? Tut mir leid, liebe Leute. Es ist eine Zeit lang her, wo ich die letzte Folge aufgenommen hatte. Deswegen, kleiner Fail hier, meinerseits. Aber gut. Wir legen einfach los, würde ich sagen. Es gilt, Rätsel zu lösen. Wie wir da hochkommen, weiß ich noch nicht. Das werden wir mal irgendwann herausfinden. Was ist das denn hier? Man weiß es nicht. Vielleicht ein leerer Rätselraum hier. Hier liegt ein Schild. Gibt's aber keinen Teil mehr. Gut, wir gehen erstmal hier rein, würde ich sagen. Hier brauchen wir einige Sachen. Und schauen mal, was es denn hier gibt. Hier ist auf jeden Fall schon mal ein Block, den ich so aber da nicht herausbekomme. Hier haben wir ein blaues Ding, einen Konnektor. Hier haben wir, was ist das? Das muss an sein. Warte mal, das heißt, wenn ich das connecte, müsste der Ventilator anspringen. Und er hat sogar eine Verzögerung. So, na gut. Also, hat er auch eine Abklingverzögerung? Nein, er geht direkt aus. Machen wir mal hier ihn auf. Und holen mal den Konnektor hier raus. So. Das heißt, wir hätten... Na, warte mal, dann können wir den Block da schon mal rausholen. Hier gibt es ja auch nichts weiter zu tun. So, jetzt haben wir alle Teile. Das heißt, ist nur die Frage, was wir denn überhaupt machen sollen hier. Aha. Ich kann es mir, glaube ich, schon denken, oder? Nee, von hier kann ich das gar nicht sehen. Aber wir haben ja zwei Konnektoren. Machen wir mal ihn. Der aber direkt damit connected ist. Warte mal. Geht das? Nee, das geht gar nicht. Geht nicht. Nee, da ist die Mauer im Weg. Gut. Dann versuchen wir es mal gerade so. Wir wissen, was passiert. Ja, eigentlich... Das solltest du ja gar nicht tun. Solltest das hier tun. So. Und ihn. So. Zack. 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 So, der geht jetzt hoch. Jetzt bin ich mal gerade von, wo ich den sehen kann.
Also direkt kann er auf jeden Fall nicht rein. Das ist aber ein etwas schwierigeres Unterfangen. Wenn ihr mich fragt. Jetzt mal ernsthaft. Ich brauche da irgendwas Drittes, oder nicht? Gibt aber nichts mehr. Okay. Das ist ein bisschen strange. Wenn wir mal ehrlich sind. Vielleicht ist das aber auch. Vielleicht ist das ja nur wieder billige Ablenkung. Vielleicht geht das ja. Shit! Ah! Das hätte fast funktioniert. Der müsste sich von da oben, müsste der sich mit dem connecten können, dann wäre super. Warte mal, der hat doch eine Verzögerung, das heißt, ich könnte theoretisch... Ja, stimmt, ich kann den mitnehmen, warte mal, dann müssen wir das aber hier gut planen. So, warte mal, so. Deswegen auch die Verzögerung. Aha, jetzt kann ich den hier drauf... Und nein! Ja, vielleicht nein, das reicht nicht. Scheiße! Komm mal weg! Ah. Jetzt habe ich alles kaputt gemacht. Dann mach du mal hier aus. Wow. Fuck it! Und dass der immer nach da... Oh Gott, ey, das ist doch ein Witz hier, ey. Scheißdreck ist das. Ich komme einfach nicht drauf, ey. Wo ist denn jetzt der Block hin? Ja. Okay, jetzt ganz ruhig. So. Den mit dem und dem. Jetzt soll es klappen. Oben bleiben. Bam! Zack! Wer ist der Profi? Ich bin der Profi. Und wir haben alle für C! Wir haben alle für C, für Ebene C erreicht. Das ist doch schon mal was. So, wo geht's weiter? Hier haben wir ein kleines Land. Oh, hier haben wir ein kleines Trampolin. Ja, wie wir die Sachen hier rauskriegen, steht aber noch in den Sternen. Gut, wir fangen mal da an. Wir gehen von links im Uhrzeigersinn hier durch. Hier haben wir einen Balken, den wir uns holen können. Oh nein, mit Computer. Oh, da kriege ich direkt einen Laser ins Gesicht. Okay, jetzt wird's kompliziert, glaube ich. Hier haben wir, können wir durch. Hier ist wahrscheinlich auch eine Tür. Wofür ist das?
das da hinten alles mit dazu? Was so aus? Also der macht das an. Wofür das hier da sein soll? Wahrscheinlich um das aufzumachen da. Brauchen wir aber erstmal einen neuen Konnektor. Oder aber nicht. So, was können wir mit dem Ding anfangen? Ich muss ihn hier draufstellen, dann kann ich den Konnektor da nehmen. Bleib mal ein bisschen stehen. Blöd, Mann, ey. Ach, das war so klar. Ja. Zu kurz. Nochmal. La-di-da-di-da. Mal kurz ein bisschen rumstehen hier. Talos Prinzip hier. Machen wir auf 15 Sekunden. Sicher ist sicher. Zeit ist Zeit. So. Ach, fuck. Schissen ist. Ich komme nicht mehr raus. Ich muss den noch länger da stehen lassen. Ah, fuck you. La-di-da, da-da-da-da. Warten wir einfach noch ein bisschen. 20 jetzt. So. Das sollte jetzt aber reichen. Okay. Das sieht gut aus. Das haben wir geschafft. Okay, jetzt heißt es hier durchkommen. Wie das gehen soll, bin ich mir jetzt noch nicht so sicher. Da brauche ich doch irgendwas. Ja, da habe ich mal wieder ein Problem. Vielleicht sollte ich erstmal die beiden Sachen benutzen, um hier durchzukommen, wenn ich ehrlich sein soll. Um mal zu gucken, was da ist. Ach, nee. Auf jeden Fall ist der Mechanismus, den wir da ausprobiert haben, scheint schon mal nicht falsch zu sein, glaube ich. Ist hier irgendwas? Nö. Timer!
liebe Leute. Ich schaue mir das jetzt mal hier gerade an noch. Bleib mal ein bisschen hier drauf stehen. Damit wir uns da auch umgucken können. So. Okay, liebe Leute, ich mache hier mal gerade Pause. Wir sehen uns in der nächsten Folge direkt wieder. Und dann machen wir da direkt weiter. Und ich bedanke mich für euer Zusehen hier beim Talos-Prinzip. Es geht mal wieder vorwärts. Ich spüre es. Ja, und sage tschüss. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Brady. Ciao, ciao.